Vertrautes Heim, Glück allein. Was für Menschen gilt, liegt auch bei Elefanten nicht fern. Nur bekommen die wenigsten von uns so ein Komitee bei der eigenen Hauseinweihung. Viele Jahre wurde an dem neuen Elefantenhaus geplant, gebaut und jetzt ist alles eingerichtet für Dong Shung und Sodalis Traum vom Eigenheim. Tierparkdirektor Dr. Jens Kämmerling konnte dieser Tag nach all den anstrengenden Entscheidungen und Planungen nicht früh genug kommen. Also für die Elefanten ist alles fertig und für die Besucher auch. Was noch so ein bisschen fehlt, ist die Bepflanzung. Wir sind nun jetzt schon im Sommer. Das können wir dann erst im Herbst machen, dann wird das Haus noch besser aussehen. Und die nächsten Baustellen sind dann wirklich die Elefanten, Don Chung und Sundali zusammenzugewöhnen, sie zu trainieren, dass sie auch im neuen Haus die Trainingswände nutzen. Die Tierpflegerinnen müssen ein bisschen was dazulernen, anders mit den Elefanten umzugehen. Und da haben wir dann Programm, ja, sicherlich bis weit in den Herbst rein. Besondere Gäste besuchten den Cottbuser Tierpark an diesem Tag. Extra angereist ist neben Vertretern des Fördervereins, der Stadt und all den Schaulustigen auch der Botschafter Vietnams. Eine lange Historie verbindet die Region mit Vietnam und auch Don Chung hat ihre Wurzeln in der Heimat der Eminenz, Herrn Phu Quang Minh. Auch feiern wir das 35-jährige Jubiläum der ersten jungen Vietnamesen, die nach Deutschland, nach Cottbus zum Arbeiten kamen. Das Event heute ist nicht nur eine Veranstaltung zu Ehren unserer andauernden Zusammenarbeit, sondern auch ein Symbolbild der Freundschaft. Wir sind sehr glücklich darüber, dass Dong Shung nun ein neues Zuhause in Cottbus gefunden hat. Eines mit vielen Menschen, die sich sorgsam um sie kümmern. Und ich hoffe, dass Dong Shung uns, aber auch allen in Cottbus eine Menge Glück spendet und uns an unsere Freundschaft, eine von Mensch zu Mensch, erinnert. Den meisten Menschen ist diese Symbolträchtigkeit wahrscheinlich nicht bekannt. Und doch sind die Elefanten in Cottbus schon seit mehr als einer Generation fester Teil des Tierparks. Und dass auch ihr Heim diese Bedeutung nun widerspiegeln darf, ist nicht nur für die Besucherinnen und Besucher, sondern auch für jene, welche hier tagtäglich tätig sind, etwas ganz Besonderes. Also ich selbst gebe ja Führungen oder ja einfach für Gruppen durch den Tierpark. Und für mich ist es richtig schön, jetzt erklären zu können, wie gut das Haus für die Elefanten jetzt ist. Sie haben jetzt viel natürlichere Umgebung. Also sie haben Sandboden. Wenn man das mit dem alten Haus vergleicht, ist natürlich viel besser. Sie haben Badewanne, also eine Badestelle, einen riesengroßen Kratzbaum, auch im Haus einen Hügel, wo sie sich anlehnen können, was für alte Elefanten super wichtig ist. Sie haben auch eine Regendusche und das ist alles halt viel besser. Deswegen ist auch für mich schöner, das dann den Leuten zu erzählen und zu vermitteln. Und man sieht immer auch dann bei den Besuchern, wie sie sich freuen, wenn man sagt, dass das neue Haus viel besser ist. Nicht nur die Besuchenden freuen sich auf das neue Zuhause, sondern auch die beiden Elefantinnen. Während Sundali noch die Sonne genießt, fühlt sich Dong Shung sichtlich schon wohl in ihrem neuen Heim.